Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Nachdem ich letzte Woche mit den ersten Charakteren von Fantastic Beasts 3 angefangen habe, dachte ich mir nun, dass ich auch mal mit den Tierwesen weitermachen könnte. Gesagt, getan, und hiermit präsentiere ich euch 10 Fakten über das Cheelan, dem wohl wichtigsten Tierwesen des gesamten Films. Viel Spaß euch! Fakt Nummer 1. Das sogenannte Cheelan, welches übrigens nicht Quilan ausgesprochen wird, sorry für den Fehler damals, ist ein magisches Tierwesen, welches sowohl unserer realen Mythologie als auch der Wizarding World entstammt bzw. dort aufgegriffen wurde. Fakt Nummer 2. Das Cheelan wird auch als chinesisches Einhorn bezeichnet, einerseits weil es seinen Ursprung in China hat, andererseits weil es allgemein als das reinste Wesen überhaupt gilt, ein Attribut, welches ansonsten vor allem dem Einhorn zugesprochen wird. Fakt Nummer 3. Sowohl innerhalb der chinesischen Mythologie als auch im Kanon der Wizarding World gilt die Ankunft bzw. Geburt eines Cheelan in frühen Zeiten als ein Anzeichen für die Ankunft eines weisen Herrschers. Fakt Nummer 4. Optisch erscheint das Cheelan innerhalb von Fantastic Beasts 3 mit einem wolfsähnlichen Kopf samt großer Zähne und einem Schuppenkleid, welches den Körper ziert. Es läuft auf Hufen, hat zwei karpfenähnliche Barthaare im Maulbereich und einen langen drachenähnlichen Schwanz. Fakt Nummer 5. Das Cheelan der Wizarding World besitzt eine einzigartige präkognitive Fähigkeit, welche es ihnen ermöglichte, in die Seelen ihres Gegenübers zu blicken, um zu entscheiden, ob dieser ein reines Herz und Seele besaß oder nicht. Das Cheelan konnte in dieser Fähigkeit nicht getäuscht oder manipuliert werden. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6. Das ursprüngliche Heimatland des Cheelan ist wie eben gesagt China, genauer gesagt aber in Kuailin, sprich einer Stadt in Südchina. Fakt Nummer 7. Das Cheelan war Bestandteil einer uralten magischen Tradition namens der Gang des Cheelan. Ein Ritual, in welchem das Cheelan seine präkognitiven Fähigkeiten nutzte, um den nächsten großen Anführer der magischen Welt zu ermitteln. Fakt Nummer 8. In China gilt das Verwunden oder Töten eines Cheelan als großes Verbrechen, da das Tier dort als Glücksbringer gilt. Fakt Nummer 9. Zauberer und Hexen, die bei der Zeremonie Gang des Cheelan teilnehmen bzw. zuschauen wollen, benötigten eine Eintrittskarte dazu. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Wenn das Cheelan eine Person reinen Herzens ausgewählt hatte, verbeugte es sich vor besagter Person. Diese Entscheidung war jedoch kein Ultimatum, da der Auserwählte die Wahl ablehnen konnte. In dem Fall suchte das Cheelan die nächstbeste Person aus und verbeugte sich vor ihr. Ja, das waren meine 10 Fakten über das Cheelan. Wenn es euch gefallen hat und ihr den ein oder anderen Fakt noch nicht kanntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo an der Seite freuen. Ihr habt Ideen für weitere Faktenvideos? Ja, mega, dann schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!